Sie ist nämlich gerade in Thessaloniki. Was ist Thessaloniki? Das ist ein Ort in Griechenland und dort hat es gerade diverse Flüchtlingscamps. Jetzt erzähl mal ganz kurz. Der Ort ist jetzt noch nicht so ein Begriff für alle da. Wo ist der Ort genau und was befindet sich dort? Also der Ort ist eigentlich, ich habe den Ort auch nicht gekannt, ich bin hier angekommen und ich habe keine Ahnung, dass es den Ort überhaupt gibt, aber jetzt bin ich da und es geht vor allem darum, dass in Idomeni, dort wo die Flüchtlinge gestrandet waren, dass ja das so Flüchtlingscamp entstanden und die sind alle geräumt worden und es sind alle in verschiedene Camps verteilt worden, hier eben in Thessaloniki. Und ich bin jetzt in einem Camp vor Ort. Das ist ein Camp, das ist das Militärcamp. Und dort sind einfach über 1400 Leute. Ein Drittel davon sind Kinder. Und du kommst dort an und das Kind rennt um. Es hat so in einem riesengroßen Gebäude, hat Zelt. Und die Menschen, die leben dort wie Tiere. Es ist so krass. Sind das Flüchtlinge von Idomeni, die jetzt einfach dorthin verfrachtet worden sind? Eigentlich wie Tiere, wie du gerade sagst. Genau, also nicht alle, die sind alle auf verschiedene Camps verteilt worden. Okay. Jetzt, wie lange muss ein Flüchtling einmal dort bleiben? Gibt es eine bestimmte Zeit, die man warten muss, bis es dann irgendeine Einreise gewährt wird in ein anderes Land? Oder sind sie dann einfach wirklich auch unbestimmt dort? Nein, nein. Weil es ist ja so, dass eigentlich haben ja Menschen oder Flüchtlinge, die Verwandte in Deutschland haben, haben ja quasi wie ein Nachreiserecht. Also wenn der Vater in Deutschland ist, kann die Familie nachreisen. Und die sind jetzt da und warten auf Bescheid und haben keine Ahnung, wie lange sie da sind. Und es ist so wie mega, mega schwierig. Du bist jetzt hierher gegangen und würdest dir natürlich helfen. Genau. Was ist denn dein Job genau, wenn du dort bist? Wie tust du dort den Leuten helfen? Also ich bin Volunteer, ich bin bei einer Hilfsorganisation. Das ist die Organisation Cheriba oder Feriba, ich sage es immer falsch. Und wir tun jetzt als allererste Instanz versuchen, dass die Leute, die dort in Oria Castro sind, dass die können selber ihr Essen kochen. Das heisst, dass dort ihr syrisches oder arabisches Essen kochen können und dass sie können autonom entscheiden, was sie überhaupt essen müssen. Weil jetzt bekommen sie einfach irgendetwas, wo sie erstens mal nicht kennen und nicht wollen. Und es gibt ein mega grosses Problem mit dem Food, weil sie bekommen Nudeln und so Herdöpfelstock, wo sie sich nicht gewöhnt sind. Und es ist anscheinend überhaupt nicht fein. Also sie essen lieber trockenes Brot, als das, was sie dort vorgesetzt bekommen. Okay. Und jetzt wird Cheriba wird unbedingt schauen, dass sie eben selber kochen können, dass sie selber können entscheiden, was sie essen und dass die auch einfach etwas zu tun haben. Weil sie sind einfach dort in der Hitze und haben nichts zu tun. Und ja, das ist das. Jetzt, viele in der Schweiz haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, zum können jetzt selber auf Thessaloniki gehen. Wie können wir aber von da aus trotzdem behilflich sein und euch dort unten helfen? Oder natürlich auch in anderen Flüchtlingscamps? Also man kann ja im Internet und so kann man immer schauen, was genau passiert. Es gibt da immer so wieder Live-Schaltungen. Aber sich mal schauen, was passiert überhaupt. Und dann sucht man sich am besten Organisationen aus, wo man vertraut und dort unbedingt Geld spenden. Wir jeder jetzt grad, Rappen zählt, sage ich da nur. Genau, wir haben jetzt auch gerade da noch Spendenkonto ein. Zeigen wir jetzt gerade von der Cheriba, hast du gesagt, gell, Seimer? Cheriba, ist das richtig? Genau. In Bern, also dort kann man eigentlich Geld spenden. Gibt es auch eine Möglichkeit, zum Kleider abzuschicken oder da kann man einfach wahrscheinlich auch über andere Spendenkonten schauen, wahrscheinlich, oder? Genau. Wenn man Kleider spenden möchte. Oder Brautkleider. Genau, findet man alles raus, was man alles kann machen und ob man Kleider für spenden oder Schuhe oder Geld. Man muss sich selber entscheiden für sich, was für einen selber emotional am besten ist. Aber ich würde empfehlen, dass die Zehnernote ist, Geld spendet. Geld spenden, sehr schön. Weil da mit den Organisationen, die wissen ganz genau, wo das Geld braucht. Muss man Holz kaufen? Muss man mit Toi-Toi-WCs kaufen? Also da, wenn man Geld spendet, die Organisationen wissen ganz genau, wo alle damit. Sehr schön. Jetzt, wie lange planst du selber noch mit uns zu bleiben? Wie lange willst du dort noch vor Ort sein? Also ich kann gesamthaft knapp 2 Wochen bleiben. Und nachher bin ich wieder zurück in der Schweiz. Sehr schön. Wir haben schon gesehen, dass du schon diverse Videos wie auch Fötli auf deinem eigenen Facebook-Profil postet hast. Ich weiss jetzt gerade, wir haben ein paar Fötli da. Ja, erzähl, Gülcan. Ja, genau. Und auf blick.ch kann man auch schauen. Dort werden auch Videos und so Tagebucheinträge geschickt. Also von dir? Von mir.
Sehr schön. Genau. Jetzt, vielleicht haben wir auch noch ein paar Bilder da bei uns in der neuen Sendung. Wir schauen es doch mal geschwind an. Ein kleines Mädchen, das ein Herz zeigt vor ihrer Brust. Ja. Also eigentlich ein herziges Mädchen. Jetzt frage ich auch geschwind, du sagst, die Kinder, sie werden zum Teil auch ein halbes wie Tier gehalten. Aber glücklich sind sie ja trotzdem zum Teil. Also es ist nicht so, dass jetzt... Also die Kinder, die ganz Kleinen, ja. Die merken es irgendwie nicht. Nein, die sind mega herzig. Die kommen umarmen, die kumpeln die auf, lachen. Mega herzig. Aber weißt du, sie sind auch komplett unterbeschäftigt. Okay. Sie sind jetzt momentan keine Schule, nichts. Also, das schaut irgendwie wie niemand. Aber da ist man natürlich dran. Also die Hilfsorganisationen, organisieren, dass die so wie eine Schule bekommen, der Professorisch etc. Da bist auch du vor Ort, ja. Kannst auch noch ein bisschen in eine Unterhaltung bieten und vielleicht auch noch ein paar interessante Sachen beibringen. Wir schauen das nächste Bild vielleicht noch gerade an, wenn wir Zeit haben für ein weiteres Bild. Das ist nämlich von zwei Leuten, ein junger Mann, sage ich mal, der ein Käppchen schräger hat, wie früher in den 90er Jahren, und eine Dame mit einem Kopftuch, das sie anhat. Sie sieht eher schon ein bisschen ernst aus. Ja, wer ist das? Das ist ein Bärli, die sind, eben das Video findet man noch auf blick.ch. Sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, schau mal, wir leben hier wie dir in dem, also in dem Zelt. Wir haben kein Bett im Zelt, wir müssen da innen schlafen, wir müssen da innen essen, es ist heiß. Was können wir machen? Wir sind wirklich einfach so ein schwarzes Zelt und sie schlafen auf dem Boden und es ist so mega, ist so mega crazy gewesen. Okay. Also wir sehen, es sind doch auch ganz verschiedene... viele Emotionen. Viele Emotionen vor Ort in Thessaloniki. Ja. Und hoffe, dass du dort noch weiterhin einen tollen Job machen, sage ich mal. Und dass auch weiter Leute wie du auch dort runtergehen und vielleicht dort helfen können. Und für alle anderen wiederhole ich einfach, die heim bleiben tun, weil sie halt einen Job haben, weil sie halt sonst Sachen machen müssen in der Schweiz. Es gibt die Möglichkeit, um dann können Geld zu spenden. Da nochmal bei uns jetzt gerade der Spendenkonto, das wir jetzt einblenden tun von Cheribar.